Hi, ich bin Jette. Heute dabei ist mein Bruder Henry. Tag. Ihr habt euch lange wieder ein Video mit ihm gewünscht, der mal eine Challenge gedreht, wo er mein Make-up rausgesucht hat. Das ist aber jetzt schon locker ein Jahr her oder so. Ja, bestimmt. Und deswegen werden wir jetzt mal eine Mal- oder Zeichen-Challenge drehen. Ich habe euch da auf Instagram gefragt, was euch da so interessiert, ob ihr vielleicht Vorschläge oder Ideen habt, was für Challenges das sein können. Wir wollen nämlich mehrere in diesem Video machen, aber halt eben kleine Challenges. Henry ist jetzt auch kein Malexperte, sondern Nee, du malst ab und nee. zu vielleicht mal, oder? Ja, Nur so, wenn ich muss. wenn ich muss, im Kunstunterricht. Genau, jedenfalls, deswegen sind die Challenges jetzt nicht sehr anspruchsvoll, aber eben lustig. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit der ersten an. Wir haben hier nämlich ein Bild hochgeladen auf Instagram, unter dem ihr uns dann Challenges gestellt habt. Und da gucke ich jetzt gerade mal durch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch Jette und mir folgen auf Instagram. Aber nur, wenn Du ihr weißt Lust habt. Bescheid. Und ich sehe, dass viele sich hier Handlettering wünschen. Weißt du, was es ist? Nö, nicht wirklich. Also, dass man Okay. halt mit einer verschiedenen Schrift schreibt, vielleicht. Ja, Lettering. Also du kannst dir jetzt mal auf Pinterest ein Lettering-Bild aussuchen. Ja. Henry kann sich das jetzt nämlich aussuchen, was wir gleich malen. Und ich bekomme das Handicap, dass ich das mit links, also ich bin eigentlich Rechtshänderin, aber ich werde das gleich mit links machen. Und ich glaube, Handlettering mit der also anderen Hand ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und für Henry auch sowas von gar keine Ahnung hat, wie das geht, darf es eher eben mit der rechten Hand machen, weil er auch Rechtshänder Was ist. soll das denn heißen? Willst du auch mit der linken Hand? Nein, aber. Also, weil ich so gern Ananassaft mag, habe ich mir das ausgewählt. Ich blende Ich das weiß eh nicht, ob man ein, das sieht. Henry. Okay, gut, dann blende ich es eh ein. Da steht: Be a pineapple, stand tall, wear a crown, and? And Soll be ich ein and? sweet. And be sweet. Süß. Genau, ich habe Ja. so Brushpen, die sind von Tombow. Und dann habe ich hier noch zwei Skizzenbücher. Und in die werden wir das dann gleich versuchen, mal abzumalen. Ich bin sehr gespannt, wie das bei mir mit links funktionieren wird. Ja, Okay. good luck davon. Danke, danke. Ich würde sagen, such dir einen Stift aus und oder den vielleicht nicht, der ist zu hell. Black. Black. Dann nehme ich den hier. So, hier ist dein Skizzenbuch. Oh! Und dann können wir anfangen. Okay, Henry. Bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Alter, das kriege ich jetzt schon nicht hin. Das ist voll schwierig mit links. Voll riesig. Ah, das. Soll man das denn sehen? Ich weiß ja nicht, ob ich dick oder dünn malen soll. Oh Gott. Gar keinen Platz mehr. Guck dir das an. Das Genauso sieht scheiße aus. aus. So, wenn sich jetzt mal jemand von mir ein Handlettering wünscht, have fun. Gott, das Pineapple ist halt viel zu groß Fertig. geworden. Darf ich noch Du weitermachen? das weitermachen. Hast du aber schön gemacht. Guck mal, was ist denn das für eine Ananas? Ja, mach weiter. Das Tee kommt jetzt da hinten hin. Nein, lass Gott, das sieht süß aus. das. Okay. Das ist cool. Fertig! Yay! Yay! Nein, ich glaube, ich komme. Ja. Ich lasse das Ja. mal unkommentiert. Habe ich mir ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ja, und. Ist nicht schlimm, Henry. Meins ist ja auch nicht besser. Ja, naja, aber Nein, meins ist nicht besser. im Gesamten sieht das von weiter hinten sieht das natürlich Sie alles sind so ein bisschen schöner beide aus. sehr individuell, würde ich Genau. sagen. Da gucken wir jetzt mal, was wir als nächstes machen. Als nächstes machen wir jetzt ein Porträt, also ich porträtiere Henry und andersrum. Und zwar schreibt unsere Schwester Frieda, und ja, sie ist Henrys Zwillingsschwester, war es, aber sie hat viele Fragen. Ja. Willst du Ja. vorlesen, was sie schreibt? Ich lese das vor. Lest mal vor. Malt euch doch gegenseitig Sternchen. Aber dabei dürft ihr nicht aufs Blatt schauen, sondern nur eure Gesichter. Hähnchen nach oben. Stelle Hähnchen. ich mir ziemlich lustig vor. Engelsmiley. Cool. Danke, Frieda. Hast Bock? Lust, ja. Ja, cool. Lust. Dann kannst du ja da schon mal dein Skizzenbuch wieder nehmen. Hier. Wer da mit dir? Auf geht's. Auf geht's, neue Seite. Neue Seite, Und neues dann Glück. setzen wir uns so voreinander, ne? Also, wir haben jetzt hier unsere Skizzenbücher.
Ja. Der Ton ist übrigens hier drüben. Hallo. Gisela, dein Bein ist verdreht. Süß. Hier ist dein Stift, ich habe schon einen für dich. So. Das heißt, oh Gott, das wird so fail. Du darfst wirklich nicht drauf gucken, Henry. Du darfst am besten so halten. Das ist scheiße. Ich nicht drauf gucken kann. Am besten halt es so, dass ich es auch nicht sehen kann. Sonst muss ich lachen. Okay. Ich darf nicht drauf gucken, wie soll ich mich denn orientieren auf dem Bild? Das ist ja schwierig. Ah! Wie soll ich denn das machen? Konzentrier dich auf eine Stelle. Ich muss Henry mal gucken, nicht, wo ich anfange. So. Du musst dich auf eine Stelle gucken und dann einfach anfangen. Ja, danke für den Ratschlag. Die Proportion ungefähr zu bemessen. Immer dahin gucken, wo du malst. Das hilft mir auch. Das wird schon scheiße. Ist nicht schlimm. Das ist witzig. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo das linke Auge ist bei mir. Geil. Beim Mund. Shit, ich hab deine Augen vergessen. Ich hab deine Pupille vergessen mit dem einen. Beim Mund bist du schon. Ja. Also, als ob du schon beim Mund bist. Ich bin erst beim zweiten Auge. Wie du lachst. Ich will da rauf gucken. Du musst auch die Ohren malen, ne? Und ja, die Haare. Super. Ich bin fertig. Ich auch. Okay, dann. Ich muss auch Haare malen. Oh, okay. Nicht drauf gucken und dann zeigen wir es zuerst in die Kamera gleich, okay? Oh Gott! Okay, jetzt in die Kamera zeigen. Gut. Okay, und jetzt zeige ich meins dir und du, okay? Ey, wie gut ist deins geworden? Hä? Was sind das für Zähne? Ich kann nicht mehr. Was ist das denn? Wie sieht aus? Hätte das doch noch voll gut geworden. Ich hab das auch schon ein paar Mal gemacht. Guck mal, ich hab sogar deine Stirnfalten gemalt. Cool, danke. Und deine Pickel. Wollen wir uns an die nächste Challenge wagen? Ja, natürlich, bitte, sofort. Hauptsache, ich darf irgendwo drauf gucken. Challenge Nummer 3 wird sein, dass Henry und ich ein Bild gemeinsam malen werden. Ja. Und zwar mit Acrylfarbe, Henry. Acrylfarbe. Oh. Yay. Oh. Ich habe hier neben der Kamera eine Staffelei mit einem Bild stehen, also mit einem Papier drauf. Genau da. Da. Und darauf wird Henry jetzt gleich was malen. Ich werde das nicht sehen, also ich gehe währenddessen raus. Und dann hat er vielleicht so, ja, ich sag mal, 5 bis 10 Minuten Zeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Er kann alles Mögliche machen. Du bist frei, abstrakt oder nicht abstrakt, ist mir scheißegal. Okay. Danach komme ich dann dazu und dann male ich dein Bild schön. Das heißt, also ich male dann, ich mache dein Bild dann... Du versuchst es zumindest. Richtig, ich versuche aus deinem Bild was zu machen. ja, Henry, dann gebe ich dir gleich mal deine Stifte und dann tobst du dich mal aus an dem Blatt dann, ne? Ja, das werde ich machen. Okay. Soll ich noch einen Timer stellen? Ja, mache ich dann. Ich komme dann wieder in 10 Minuten. So, hier haben wir jetzt die Staffelei, wo ein Malblock drauf ist. Das hier ist die Palette, mit der Henry arbeiten wird. Da wird er seine Farben drauf machen. Die habe ich hier. Das sind Acrylfarben, Temperafarben. Und mal gucken, was er da jetzt draus macht. Ich lege ihm jetzt hier ein paar Sachen, die er braucht, hier hin, dass er auch das benutzen kann. So, mein Guter, setz dich hin. Hier ist dein Platz. Hier ist deine Palette. Da hast du deine Farben gleich drauf machen. Oh, hier hast du noch Deckweiß. Muss mir. So, mein Künstler, mach dich bereit. Also, Freunde, dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und legen wir los, ne? Ich habe mir vorgenommen, dieses Monster-Symbol zu malen. Ich kann euch das ja vielleicht mal auf der Palette zeigen. Das heißt, nicht, also von Monster Energy Drink, aber das ist dann nicht im Prinzip nicht so. Also es ist jetzt sehr hässlich gezeigt, ich weiß, ist jetzt im Prinzip nicht so, sondern ich ändere das noch ein bisschen um. Ich habe mir überlegt, dass ich dann eine Mischung aus Schwarz und Rot mache. Ich skizziere das jetzt erstmal ein bisschen vor. Es soll auch ein bisschen oval aussehen, also es soll nicht so ein Strich sein, es kann auch ein bisschen rausgehen. So. Das kann auch zwischendurch so kleine Löcherchen haben, das ist nicht schlimm. Ja. So. Da, ja. Wenn das nichts wird, sage ich einfach, ja, Jette, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade mache. Ich mal einfach. Ne?
Das könnt ihr auch zu Hause machen. Wenn ihr gerade Langeweile habt, setzt euch einfach mal vor und malt eine Runde. Das hilft, wenn ihr einen stressigen Tag habt oder so. Also ich mal ehrlich, um ehrlich zu sein, male ich Landschaften lieber. Aber ich dachte, es wäre jetzt ein bisschen zu langweilig. Der Abstand ist jetzt natürlich ein bisschen kacke, aber naja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, das ist auch nicht so wichtig in einem Kunstwerk. Außer ihr wollt halt den goldenen Schnitt hier haben, so ungefähr passt das ja. Naja, müsste ein bisschen weiter hier sein. Kannst kommen! Setz dich vor. Jetzt ist das Deckbeiß umgefallen. Kannst abnehmen. Was ist das denn? Ich finde es an sich, das ist ja sogar signiert. So, jetzt geht Henry aus dem Raum und ich in der Zwischenzeit, tschüssi, mach jetzt das Bild weiter oder versuch mal zu gucken, was man da so noch machen kann. Und ich dachte mir, ich mach das mit so Filzstiften und mach da vielleicht noch so ein paar Muster zu oder sowas. Ich denke, das könnte ganz cool aussehen. Ich finde eigentlich so Muster sehen immer ganz cool aus. Gerade weil ja das ist so ein grafisches Muster, deswegen mache ich jetzt so ein paar so organische Formen, nennt man das, also was, wo so viel, ja so Schlängelbewegungen drin sind und was so rund ist und nicht so kantig. Ich mache jetzt teilweise mal ein bisschen größer, wird dann wieder kleiner. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz cool aus, wenn man mal über den Formen von der Größe ein bisschen abweicht. Ich werde irgendwas machen, was zu Henrys Kunst passt und was irgendwie seine Kreativität und das, was er gedacht hat, könnte irgendwie gut passen, noch hervorhebt und nicht irgendwie verändert. Also und irgendwie lasse ich einfach nur meinen Gedanken freien Lauf und irgendwie, ich denke, man macht das Gehirn alles für einen selber. Also ich versuche einfach gar nicht nachzudenken, was ich mache, sondern einfach so dem Zufall zu überlassen, wie halt der Stift sich in meiner Hand bewegt. Und das Ganze hat jetzt knapp 20 Minuten gedauert, das so anzumalen. Henry hat das Bild noch nicht gesehen. Bist du gespannt, was ich gemacht habe? Ja. Okay, Augen zu. 3, 2, 1. Oh. Was denkst du? Ist ganz cool geworden, ne? Irgendwie schon, oder? Ist auf jeden Fall besonders. Ich dachte, bei deinen Shape so geometrisch und gerade ist, mache ich mal so ein paar wuselige dazu. Mhm. Hat mir voll Spaß gemacht, ja, mit dir zu filmen. Danke auch fürs dabei sein, Henry. Kein Problem. Folgt dem gut mal auf Instagram, der freut sich. Ja, natürlich. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von uns beiden sehen wollt, dann könnt ihr ein Like da lassen. Yay. Ja, und auf jeden Fall Jette abonnieren. Die ist nämlich gerade auf dem Weg zu den 200.000. Richtig, das ist sehr gut. Ihr könnt hier irgendwo raufklicken, dann kommt ihr zum Abonnieren. Oder ihr guckt euch noch ein anderes Video an, gleich in der Endcard. Und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, um keine Benachrichtigung mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.